Es ist schön, das Leben. Alle sagen, es ist zu Ende, das Fest des Lebens. Und das ist nicht wahr. Es fängt jetzt erst an. Es fängt an, das Fest des Lebens. Heute. Jeden Tag. Jeden Tag von vorne. Das Fest fängt an. Es fängt erst an, wenn wir uns begrüßen und wenn wir uns verabschieden. Jetzt, wenn wir von dem Hügel gehen, weil wir haben etwas gelernt diese Tage. Wir haben zugehört. Wir haben zusammen gelitten. Wir haben geweint. Wir haben gelebt in uns, von innen, aber auch von außen. Vor allem in den Momenten der Anbetung, des Gebets, der Katechesen. Wir haben es alles erlebt. Wir haben ein Licht erfahren. Ein Licht in der Wahrheit, die wir nicht kannten vorher. Deswegen fängt das Leben, das Fest immer erst an. Und deswegen ist das Fest auch in uns. Und es bleibt in uns. Und es muss Frucht tragen in uns. Genau gerade wegen diesem Geschenk des Lebens, dass wir dankbar sind. Dankbar sind für unser Leben, für alles, was Gott für uns gemacht hat und macht. Weil wir sind nicht allein. Weil die Einsamkeit ist Egoismus und es ist Kälte. Es sind ganz viele Tränen. Das haben wir von vielen Leuten kann man das hören, die wir kennen. Viele, die alleine sind, die sich immer selber bemitleiden. Und denen geht schlecht, richtig schlecht, weil man tut nicht nur sich selber weh, sondern man tut allen Personen drumherum weh. Und deswegen brauchen wir dieses Lachen und ein gutes Wort weiterzugeben. In diesen Tagen haben wir die Auferstehung miterlebt von den Jungen, aber auch von uns, von den Eltern. Wir haben das wirklich, wirklich miterlebt. Weil das Kreuz ist nicht das letzte Wort. Weil er ist nicht am Kreuz geblieben, sondern er ist auferstanden. Der Gekreuzigte ist auferstanden. Ich sag's nochmal, damit wir uns das wirklich auch merken. Der Gekreuzigte ist auferstanden. Und wir haben es gesehen mit unseren eigenen Augen und haben es erlebt mit unserem eigenen Leben. So, jetzt möchten wir noch kurz diese Nostalgie erleben, die wir alle haben. Und zwar, um zu lieben. Zu lieben. Weil alleine schaden wir uns, wenn wir darauf warten, dass die anderen uns lieben. Dass die anderen da anfangen, um Vergebung zu bitten. Damit die anderen, dass es auf die anderen drauf ankommt, dass wir uns gut fühlen. Und das ist wirklich ein Fehler, den wir machen. Und das ist auch ein Verlangen, das dürfen wir nicht haben, weil die Liebe ist umsonst. Die Liebe hat keine Konditionen. Die Welt braucht Liebe. Die Jugendlichen von heute brauchen Liebe. Und das können wir ausdrücken durch ein Lachen, durch Kleinigkeiten. Um die Liebe zu zeigen, braucht man wirklich nur Kleinigkeiten, eine Umarmung. Deswegen, wir verabschieden uns jetzt auch so, alle, die das ernsthaft gemacht haben, diese 4 Tage, die das wirklich ernsthaft mitgelebt haben, zugehört haben, um den Glauben zu vertiefen und zu erweitern. Nicht einen schläfrigen Glauben, sondern einen dynamischen Glauben, der reagiert, der leidet, der sein Leben schenkt, der liebt
und wir behalten nicht mal ein Haar, weil dieses eine Haar, was wir behalten wollen, ist immer ein, wie ein Seil, das uns selber erstickt. Deswegen, wenn du dein Leben verlierst, dann musst du es komplett verlieren, von Fuß bis Kopf. Wenn wir das Gute tun, dann machen wir es auch richtig und wir sind auch fähig, es zu machen und wir, jeder von uns. Und wir sind dazu eingeladen, einfach von Gott, dass wir es auch machen und dass wir es nicht verschenken und nicht vergeuden. Weil Glauben heißt, dass man auch überrascht ist, dass man sich freut über das Leben, alles was passiert, auch wenn es über unerwünschte Seiten, was dazu gehört, sind auch zu vergeben. Und ihr habt das gesehen, ihr habt das erlebt, ihr habt es wirklich gesehen, diesen Glauben. Und die ganzen Entwicklungen durch den Glauben, das sind alles, die Entwicklungen durch den Glauben sind lebendige Personen, die sich ändern, die sich vergeben, aber die anderen vergeben und vor allem die lieben. Einer. Jeder macht jetzt die Hände auf den Mund. Jeder macht die Hände auf den Mund. Ah, zwei, drei. Leben!